Es fließt auch bei mir nichts weiter. Okay. Aber wenn das bei dir fließt, dann bin ich zufrieden. Ich gucke jetzt nochmal. Drück bitte nochmal. Ja, ich drücke. Bei mir spritzt es immer noch daneben und ich sehe auch nur einen Tropfen weiterlaufen. Also insofern weiß ich Nein, nee, nicht. dann muss ich nochmal hier oben korrigieren. Alles klar. So. Hier bei dem Trichter, da scheint es nicht so ganz. Der müsste ein Hier kommt es bisschen. nicht rein. Genau, der müsste ein bisschen mehr zu deiner linken Seite. Ich drück mal. Ja. Ja, Ja. jetzt hier läuft es. Jetzt läuft es. Sieht zwar immer noch scheiße aus, aber es läuft. Das ist übrigens So. Teamwork. Das, was ich hier mache, ist scheiße. Das kennen Bevor wir ich mal nicht wieder anders von dir. runterfall. So, Ich jetzt sehe da müssen wir unten ein das Ding hier Stück auch noch. Schlauch, aber da kommt nichts raus. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da muss ich jetzt nämlich gerade nochmal hinkommen. Tut denn nicht So. weh, es gibt Fallschaden, Drück ne? nochmal. Ich drücke. Treffer läuft. Ah, da oben muss ich nochmal korrigieren. Ja. Ich war schon wieder ein zu weit. Der so ist bei mir, weißt du? Ja, bisschen mal zu schnell. Ach, Das kann Junge, ich ey, spring bestätigen. doch hier hoch, du. Wolltest du wieder Affe sagen, wa? Ah, ja, wollte ich echt. So. Sanft drehen. Drück. Ich drücke. Ah, das sieht gut aus. Das spritzt da unten. Unten, ja, ich gehe ein tiefer. So. Ich sehe da unten ein Stück Schlauch, aber da scheint nichts rauszukommen. Genau an dem fummelst du gerade. Ja, kannst du mal drücken? Ich drücke. Wasser kommt. Da kommt jetzt auch was rausgeschossen. Ich Ja, in sehe den es. Brunnen. Oh, super. Oh, Ah, schön. nochmal. Spritzen auf Brunnen. Kommt. Ja, du musst nochmal. Also, der füllt sich langsam. Könnte noch ein, zwei Spritzungen benötigen. Ja, jetzt komme ich dran. Ein Und? Teil einer Seilrutsche. Nur warum Na, ist nice. hier Wasser? Ich weiß es nicht. Ich kann ja in der Zwischenzeit mal einen Hinweis lesen. T war das, ne? Du hattest, Mutter hat gesagt, ich soll meine Gedanken. Das hattest du, ne? T. Ja, das obere habe ich. Sanjay sagt, dass die Wasserpumpe nicht funktioniert, weil der Brunnen nicht groß genug für all das Wasser ist. Außerdem haben sich die Nachbarn über Salz in ihrem Trinkwasser beschwert. Sie meckern, weil sie nicht verstehen, dass Wissenschaft seine Zeit braucht. Ich habe Vater gefragt, warum wir Statisten nicht einfach unter Wasser leben können. Er hat nur gelacht, ihm fehlt die Fantasie. Zum Glück hat Sanjay mir eine Zeichnung aus einem alten Buch gezeigt, das er gefunden hat. Ein Auszug, mit dem man unter Wasser tauchen kann. Und ein Dorn, der groß genug ist, um darunter eine ganze Stadt zu errichten. Ein Dom. Sanja ist wirklich ein guter Mann. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es eine Frau ist, aber so kann man sich ja Ich war irren, auch ne? bei Frau, gedanklich. Aber das liegt daran, weil wir vorgeimpft sind, weißt du? Ja, ich glaube auch. Ist eh nur Blödsinn drin. Also, egal was da drin ist. Ja, So. was heißt Blödsinn, ne? Wir sind ja Looter. Du bist Looter, ich bin Fighter hier. Hier geht eine Treppe runter. Hier sind irgendwelche Baumstümpfe. Hier, Kiste aufnehmen. Ah, da unten ist eine Kiste. Alles Und hier ist klar. Erde. Ich habe nichts mit. Aber Gut, dann ganz so wichtig ist, glaube ich, auch nicht mehr. ist nur Aber Schrott, Bolzen, Glas und ein Rezept für ein Pilzomelett drin gewesen. das Pilzomelett, das ist entscheidend. Das haben wir bestimmt noch nicht. Gut, wir können uns das ja merken. Bienen und Dingens hier, weißt du? Oh, ich müsste mal was trinken. Dann macht das mal. Und was essen. Macht das auch. So, ich habe mir Da unten sind mal. auch Ich habe nur so Angst, jetzt unter den Container. Bienen herzulaufen. Wo sind Container? Ich bin hier runter ins Wasser gefallen. Gefallen, Und ja, hier. natürlich. Ja, Dann klärst du da unten jetzt auf und ich gehe mal unter da den war Bienenschwarm nichts. Also, her. du weißt jetzt, dass es umsonst war, hier runter zu springen. Das ist ja auch mal eine gute Info. Ja, ich sehe auch dich gleich schon wieder vom Hai angeknabbert zu werden, aber. Aber hier ist was. Was ist das denn? Ein Fahrrad?
Muss bestimmt mit dem Dynamo was bauen. Hier ist ein Hinweis, da geht ein Rohr in die Erde. Hm. Okay. Okay. Das wird noch überprüft. Aber mit dir. Ich komme erstmal. Oh, 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 was war das denn? Der Vogel. Ich glaube, der Vogel hat einen Stein auf mich geworfen. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, der Vogel ist hier, Leute. Ist das wieder dieser, diese Kacktaube? Ja, der hat mich abgeworfen. Ist ja, das ist ja was für ich dich. Ich höre ihn. Du? Ja? Ich weiß, du wirst es mir nicht glauben, weil das kann gar nicht sein, aber es wird schon wieder dunkel. Nee, das macht ja gar keinen Sinn, war ja erst gerade dunkel. Eben. Nee, ist okay. Also ich könnte zum Floß. Ich weiß nicht, ob du weit weg bist oder nicht. Ja, ich bin schon ein paar Meter weg. Vor allem bin ich wieder in so einer Ecke gelandet, wo ich gerade mal alles weglooten möchte. Ja, ich sehe den Vogel. Er düst hier rum. Hat er auf dichten Stein geworfen, ne? Das weiß ich nicht. Ich bin hier schön verpackt. Aber dann müssen wir uns um diese... Frage, soll ich hochkommen oder kommst du runter? Ich denke, ich komme runter. Okay, alles klar. So, wenn ich jetzt hier springe, meinst du, ich lande im Wasser? Sehe dich leider nicht. Ich müsste... Ach, scheiße. Ach da, jo. Ja, ja, klar, schaffst du. Natürlich schaffst du das. Ja, logisch. Ich habe, weil ich auf deine Antwort gewartet habe, von diesem Drecksviech einen auf den Kopf gekriegt. Ja, habe ich extra gemacht. Schön gewartet, damit der dich mal ordentlich umwämmst. So, du kümmerst dich mal eben um Honig. Und ich muss mal eben hier sicherstellen, dass da hinten gerade kein kotzender Hund stirbt. Sekunde mal eben. Au! Verfickter Scheißvogel! Das ist halt immer der Nachteil, ne? Dass man heute auch keine Zeit mehr für Aufnahmen hat, weil immer irgendwo irgendwas passiert. Das... Hoffentlich ist er in Sicherheit gegangen, der Napo. Der hat bestimmt nicht an den Vogel gedacht. Scheiße, was machen wir denn da? Gorilla, weißt du musst in Sicherheit gehen und nicht reden. Komm, geh in Sicherheit, der Vogel wirft uns hier ab. Hier wirft er uns ab? Ja, komm in Sicherheit, komm hier drunter, dann kannst du reden. Was ist los? Ich hab aufs Bett gekotzt. Toll. Ja, das war's auch schon, das ist die Info. Er hat aufs Bett gebrochen. Warum macht er das? Weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht, warum er das aufs Bett macht. Aber gut. Es ist passiert. Sag ich mal so. Habt ihr da wieder Nacktfotos von euch rumliegen? Vielleicht. Alter, jetzt hat er mich schon wieder mit dem Stein abgeworfen. Was ist denn mit ihm? Jetzt denk doch mal nach, Mensch. Ah. Du weißt doch, wie dieser Kackvogel reagiert. Ich werde ihn jetzt töten. Ja, da hoffe ich persönlich sehr drauf. Und ich feiere das. Ich habe Biokraftstoff gefunden. Bam. Schön Headshot, ey, du. Kackvogel. Wobei, komm, hol einen Stein. Steinpfeil? Wo ist denn die Mistmöwe? Ich sehe die gar nicht. Er kommt von der Insel geflogen. Kommt ein Vöglein geflogen. Sehr gut. Hau ab. Der hat zwei Pfeile im Bauch. So, komm, starte. Hol dein Steinchen ab. Wo ist er? Weiß ich nicht. Ich kümmere mich mal eben um unsere Tiere, ja? Ja, ja, ja. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Er fliegt auch zu dir. Oh, er hat mich sogar getroffen, obwohl ich drunter gegangen bin. Der ist einfach in die Wand geflogen. Was ist das für ein verbuggtes Spiel? Der holt sich in der Wand den nächsten Stein. Was ein Quatsch. Wo ist er denn? Hallo? Da oben kommt er. Von ganz oben. Fliegt er wieder zu dir. Er fliegt zu dir. Ich sehe den überhaupt nicht bei diesem Licht hier. Wo ist die dumme Sau? Das ist immer ätzend, wenn du zwei Sachen gleichzeitig machen musst, ne?
Ja, deswegen lass den mal jetzt töten. Das ist jetzt hier Prio Nummer 1. Der nervt mich ja abgöttisch. So, du Kackmöhre. Hast du versucht, den Bogenschützen der Welt hier kaputt zu machen, wa? Du Spackenviech. So ein blödes Schwein. Vogel. Entschuldigung. Ich bin dir dankbar. Du? Hm? Weißt du übrigens, wie der heißt mit Nachnamen? Hurensohn? Richtig, der ist aus der Gruppe der Hurensöhne. Dann ist er verwandt mit Bruce, glaube ich. Ja. Ja, doch, glaube ich auch. So, das ist übrigens Opferkult hier. Weißt du? Hier, was Vogel. Ulala, ulala, ulala. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ulala. Scheiß Vieh. So. Oh, der ist übrigens andersfarbig. Der ist rosafarbend. Wir haben ja schon einen Vogel getötet. Und der hat nur zwei Schenkel gebracht. Was eine billige Krähe. Ehrlich, du. Mann, Mann, Mann. Ich habe hier Überreste gefunden. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Ja. Was mache ich damit? Ist nicht so ganz gelungen. Was soll denn der Quatsch? Also entweder du kannst essen. Ich habe hier Pilzomelett und Fischeintopf und Überreste. Wo haben wir Glas gelagert? Hier, wo ich gerade stehe. Ich schmeiß da auch mal die Überreste rein und... Ich kill Bruce. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Er ist weg. Wahrscheinlich hat er sofort das Brett rausgerissen. Ist der aggressiver geworden? Weiß ich gar nicht. Oder war das Brett schon angeknabbert? Ja, ja, das meine ich. Das war bestimmt schon angeknabbert. So, ich hoffe, der Vogel bleibt jetzt erstmal ein paar Stunden weg. Das hoffe ich auch, mein Lieber. Wir wissen, wie es reell sein wird. Mein lieber Scholli. Scholli. So. So, ich glaube, wir können, ne? Ja, ich bin wieder bereit. Ah, ah, Schaufel. Hast du eine Schaufel? Hast du einen Kescher zum Honigbienenfang? Nee, aber gut, dass du mich dran erinnerst. Ich hätte es wieder vergessen, weil ich so, weißt du? Nö, also das ist ja Teamwork, weißt du? Richtig. Du hättest gesagt, es ist gut, dass ich dich habe und was weiß ich, ne? Aber ich sage, das ist Teamwork. Wie schön, dass es dich gibt. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder da hoch. Ja, kriegen wir hin. Was war das hier? Sieht sehr gut aus, was du da machst. Ich bin nur zu fett, eine Leute hochzugehen. Hier. So, wie bin ich dann? Dann sind wir hier hoch, ne? Dann sind wir hier. Ich suche gerade irgendwie... Ich bin runtergefallen. Waren wir hier hinten schon? Nee, auch nicht. Oder irgendjemand macht die Türen zu. Nee, aber hier waren wir noch nicht. Also ich bin jetzt, wo du die Bienen fangen könntest, beziehungsweise die ganze Zeit das Wasser gepumpt hast. Ah, da, ich sehe dich laufen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ich war, hier war noch keiner. Das geht also ja besser, nicht. Wenn wir jetzt hier sind, ne? Ja, wobei hier könnte einer gewesen sein, aber hier war alles zu. Und ich kann nur dafür plädieren, bitte alles offen lassen. Auch wenn die Schublade im Weg ist, dann machst du zu und danach wieder auf. Du benimmst dich wie eine offene Hose. Ja, genau. Auch hier die Tür. Waren wir schon drin. Da waren wir schon aber, drin. Ja, aber... Auch hier bitte die Tür offen lassen, ne? Das sind so die besten Zeichen, finde ich, damit du weißt, dass du da schon mal warst. Du hast recht. So. Hier hat auch schon jemand wild gewütet und alles aus den Schubladen gerissen. Das heißt, du warst 100% hier. Hier, da unten. Türen sind offen, Schubladen sind offen. Du kannst sofort erkennen, hier war schon ein Fussel. Ein Fussel? Ja. Ein Küken. Hier, war schon jemand. Allerdings, einen Meter weiter war noch nicht. Siehst du? Ah, da haben wir wahrscheinlich hier umgedreht. Ja, du warst, glaube ich, gar nicht hier. Sondern das, du bist dann, du, genau, ich bin hier gewesen, als du da an der anderen Seite runtergesprungen warst. Gefallen, du bist ja nicht gesprungen, du bist ja gefallen. Weißt du? Ja. So, hier kann man aufs Dach, hier oben ist auch noch was. Das sieht ja richtig gut aus, hier hast du ja ordentlich was zu looten. Da
Das ist meine Kaum Meldung. Kämpfe. Ja, mal so gegen so einen Hurensohn, ne? Ja, aber das ist ja der Klassiker, ne? Mit denen haben wir ja täglich zu tun. Wie komme ich fest? Ja. So. Sehr gut.